Hallihallo, Hallöchen. Ich bin wieder LS19 auf der Karte Ravenport auf der PlayStation 4 Pro und es hat aufgehört zu regnen. Super. Das letzte Mal, wir haben ja jetzt ein paar Tage Unwetter gehabt und ja, das letzte Mal hat es da geregnet, gestürmt, gewittert. Das ist jetzt vorbei. Unsere ganze Ernte ist wahrscheinlich am Arsch. Ich habe nämlich eigentlich Heu machen wollen. Das Gras ist nämlich wieder in der Zeit gewachsen. Super. Da fangen wir wieder von vorne an. Das gibt auf jeden Fall mehr Ertrag, aber so viel. Ja, gucken wir mal. So, ich wollte noch ein paar Schweine verkaufen. So. Das funktioniert wieder ganz gut. Der Anhänger, glaube ich, hat ein Problem. Da nämlich letztens schon probiert. Ich kann die Schweine. Ich kann den Anhänger nicht. Kriegt der nicht hier geöffnet? Okay, dann verkaufen wir später die Tiere. Dann werden wir uns um unsere Ernte kümmern. Wir werden jetzt mal hochfahren. Das hier lassen wir mal alles, auch das mit dem Stroh. Wir haben ja noch große Felder, die gedroschen werden müssen. Und dann habe ich ja noch notgedrungen. Dachte ich ja gut, wenn ich sonst meine Felder nicht dreschen kann, kann ich ja wenigstens Rüben ernten, wenn es regnet. Ja, das geht auch nicht mehr. Da komme ich gar nicht aufs Feld. Ja, ich komme schon aufs Feld, aber das Einzige, ich kann das Kraut abmachen, aber kann die Rüben nicht aus dem Boden nehmen. Und der Auftrag hängt mir jetzt auch noch an. Gut, das ist natürlich lukrativ, ist aber auch viel, viel Arbeit, so Rüben ernten. Also wir müssen unsere eigenen Felder dreschen und die Rüben ernten. So, ob das jetzt schon trocken genug ist, damit wir das ernten können. So, Überladewagen steht bereit, der Drescher steht bereit, es ist alles vorbereitet gewesen. Und dann kam Unwetter. Das ist ja unser eigener Drescher hier. So, und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt geht oder ob es immer noch zu nass ist. Werden wir mal so eine Probe nehmen hier. Ja, ist schon gut abgetrocknet. Und zwar Sojabohnen werden wir da ernten. So, ich werde mal hier anfangen und danach werden wir dann auch den Rübenernter noch starten. Mein Sojabohnen, das geht ein bisschen, bis der Tank hier voll ist. So, wir haben nämlich mittlerweile die. Die Gebäude recht dicht am Feld hier ran, dran gestellt. Und da muss ich natürlich, da wird jetzt noch ein bisschen nachgearbeitet. Aber erstmal muss das hier runter vom Feld.
So, da die Verkaufsscheune ist auch dicht am Feldrand gekommen. Die ganzen Silos hier, da werde ich jetzt noch ein bisschen den Boden bearbeiten, damit es da ringsherum vernünftig aussieht und ich da auch mit den großen Geräten das Feld bestellen kann. So, hier ist es auch ziemlich dicht am Gebäude. Das ist mir eigentlich zu dicht. Okay, ab da soll der Mitarbeiter das machen. Wir machen den Case hier noch am Überladewagen. Der ist gar nicht da. Okay, super. Wir machen den John Deere am Überladewagen. Konfigurieren dann noch mal kurz andere Reifen drauf. Vielleicht noch Kotflügel, Verbreiterung. Ach, wir brauchen keine. Okay. Konfigurieren, jawohl. Super. So, Gewicht haben sie mir auch gleich vorne geklaut. Super. So, mein Überladewagen ist Einkammersystem. Nur damit ich es nochmal gesagt habe. Gibt es auch in zwei Kammern. Mit zwei Kammern. Ach, der dreht schon um. Ja, dann drehe ich auch um. So, okay. Lassen wir den Guten da mal stehen und fangen an mit den Rüben auftragen noch nebenbei. Mann, 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 da haben wir uns was aufgeheizt hier. So, aber wenigstens können wir ernten und wir können wieder ordentlich schaffen, arbeiten. Und da kommt natürlich auch Geld rein in die Kasse, wenn wir es richtig anstellen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ist es denn hier richtig? Jawohl, hier sind wir richtig, über den großen Rübenernter zu stehen. So, genau, so weit sind wir gekommen, aber jetzt sollte das ja gehen. So. Das Ziel ist eigentlich, wir fahren die Rüben zum Bahnhofsdepot, zum Bahnhofssilo, werden das im Zug aufladen und zum nächsten Bahnhofssilo fahren, von da wieder abfahren, ist es nämlich viel kürzer und wir können den Zug da mit benutzen.
So, der andere hat auch den Korntank hier schon voll. Da muss man mal gucken, wo ich da mit meinen Traktoren überall bin. So, sollte irgendwas über 10.000 Liter hier erstmal rüber wandern. So, jetzt ist glaube ich gut. Super, Anhänger hingestellt und abgedeckt. So, Rübenernte läuft auch. So, der erste Trigger wollte mal voll sein. Da steht er. Der gute Case. Den Sound hat er ja. Mann, Mann, Mann. So, jetzt passen auch die Farben vom Drescher und vom Träger.
So, wir laden das gleich da rein und der kann eigentlich mit seinem Anhänger gerade ein Stück nach unten fahren. So, ich denke, hier irgendwie wäre das noch gut. Der macht es noch ganz gut da. Prozent erst. So, meine Güte, mit der Arbeitsbreite, da hat die Hälfte fällt schon abgedroschen hier. Der ist ja gleich mal fertig. Mann, Mann, Mann. Wenn es mit den Rüben auch so schnell gehen würde. So, schaffen wir das noch? Wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt ist er 80% voll. Jetzt kriege ich wahrscheinlich auch den Anhänger voll. Da komme ich gar nicht. Wo muss ich denn eigentlich hin? So, 48 Tonnen 300. 48.300 Tonnen.
So, und das wollen wir in dieses Bahnhofssilo da bringen. Und von da aus laden wir es wieder bei uns auf den Zug und bringt es auf der anderen Seite vom Berg hier zum Silo und von da aus fahren wir es dann zum Restaurant. So ist eigentlich der Plan. Ist aber doch noch ein Stück zu fahren bis hierher. Okay, ist erstmal gut, das Geld wird nicht mehr. Das ist schon mal gut, dann ist das hier das Silo. So, dann fahren wir da wieder raus und gehen mal gucken, ob wir schon wieder Rüben haben können. Wir fahren mal hier unten rum. Das sollte sich ja ausreichen hier mit der Zeit. Vielleicht ist das ja auch besser hier, der bessere Weg. Ich weiß es nicht. Aha, hier können wir dann auch hochfahren wahrscheinlich. Ja, ich glaube, andersrum wäre besser. Hier kommen wir jetzt am Walskelett wieder vorbei. Ja, ich glaube, so lang ist ein Umweg. So, da hat er ja schon wieder ein paar Reihen gemacht hier. Okay, er ist schon wieder fast voll, da muss schon wieder fast los. Ja, das geht dann nicht schlecht auf. Wenn ich nämlich den anderen Weg noch nehme, dann bin ich sogar ein bisschen schneller wieder zurück. Und das Feld wird ja auch nach oben hinweg gearbeitet. Da kommen wir dann natürlich auch, werden die Fahrwege immer kürzer. So, der erste Anhänger ist nämlich gleich voll. Den zweiten kann ich auch gleich füllen.
Und dann kann ich schon wieder los. Ja, das wollte ich eigentlich machen, wenn es regnet, aber bei Regen geht das halt gar nicht. Ich hätte gemeint, irgendwas, ich glaube nur Häckseln geht bei Regen. Irgendwas geht bei Regen, bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ich dachte, Rüben ernten geht auch bei Regen, aber... So, werden wir am Ende auch noch voll und dann können wir schon wieder los. Und ich würde sagen, dann machen wir heute hier erstmal Schluss und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bedanke mich, noch einen schönen Samstag und bis denn dann. Ciao, ciao.